Heute gibt es ein extrem aufregendes Interview. Na, herzlich willkommen, lieber Anton. Freut mich, dass ich hier bin. Ich will ja vorweg schicken, na, dass es gar nicht so einfach war, dich in ein Interview zu bekommen. Na, man muss ja sagen, dass ich Überzeugungsarbeit leisten musste. Und umso mehr freue ich mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen und mit dir über coole Themen zu reden. Aber man muss wissen über Anton, das musst du, glaube ich, gleich selbst ein bisschen im Detail beschreiben. Da werde ich dich löchern. Ich würde sagen, dass du Mr. Automation wahrscheinlich bist. Na, er hat mich im Vorwege schon aufgeklärt, dass mein Workflow hier für diese Interviews doch Verbesserungen Potenzial haben. Ja, und ich dachte mir so, das muss sich direkt ändern. Dann haben wir schnell gemerkt, dass wir UFO-Fans sind. Da müssen wir auf jeden Fall auch drüber reden. Und auch an gewisse Thesen glauben, wie es vor der Zeit sozusagen, also dass Atlantis und so Realität waren und solche Sachen. Ne? Anton, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und dass wir dort eintauchen. Wollen wir mit dem fachlichen Part anfangen? Na, und du erzählst mal kurz für Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, was du genau tust in deinem täglichen Job. Yes, also du hast es schon gut angeschnitten, ja. In gewissen Kreisen bin ich mittlerweile der Automatisierungs-Anton. Schöne Alliteration, gefällt mir. Ja. Und was mache ich so alltäglich? Im Grunde bei DX Results, der Firma, die ich auch mit Philipp Epping zusammen habe, beraten wir eben Agenturen dabei und helfen ihnen dabei, ja, zu Cashflow-Agenturen oder vor allem jetzt der Fokus von mir zu One-Click-Agenturen zu werden. Das heißt, da sind natürlich verschiedene Dinge, die wir als Company machen, aber jetzt speziell der Bereich, worauf ich mich fokussiere, ist alles so rund um Prozessoptimierung, Automatisierung, einfach smarte Workflows, nicht nur Design, sondern dann auch effizient etablieren und umsetzen und einführen. Und das Coole ist, das machen wir jetzt, Anton, weil das Beste ist, ich habe das Gefühl, diese Wörter hat ja jeder schon von uns gehört, ne? Und würde so sagen, ja, ich habe auch schon mal Zapier was erstellt, ich habe auch schon mal Calendly installiert, ne? Aber da, also ich habe das Gefühl, du spielst das auf so einem ganz anderen Level, dass man dann so anhand von Beispielen merkt, okay, vielleicht bin ich doch noch nicht so. Kannst du noch mal kurz diesen Workflow erklären, den ihr für eure Interviews sozusagen habt, den man ja auch relativ simpel irgendwie nutzen kann, weil es so ein cooles Beispiel war, zu merken, was möglich ist. Ne? Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz für Kontext. Wir sitzen hier gerade in Riverside. Ja, Robert hat mir hier Riverside-Einladungslink gesendet und dann habe ich ihn direkt gefragt, was er denn von Squadcast hält, weil das ein Tool ist, was wir gerade erst für unseren Interviewprozess eingeführt haben, um eben bessere Qualität hinzubekommen. Ja? Und bevor wir quasi uns an irgendeinen Workflow machen oder irgendwelche Tools auswählen, schauen wir uns halt immer die Anforderungen an. So, was ist das Ziel, was wir haben wollen? In dem Fall einen sehr effizienten Prozess, ohne irgendwie viel Dateien hin und her schieben zu müssen, ohne viele Sachen notieren zu müssen, um eben einfach nur quasi Knopf drücken zu können, Interview aufzunehmen und dann kriegt jeder im Anschluss automatisch alle Sachen, weiß Bescheid, weiß, um welchen Kunden es geht und so weiter. Ja, und was ich gerade angesprochen habe, bevor wir dann an die eigentlichen Workflows gehen, ist auch immer die Auswahl der Tools sehr, sehr, sehr wichtig, weil nicht mit jedem Tool ist eben alles möglich. Deswegen hier ganz klarer Vergleich, Riverside und Squadcast. Ich kenne viele, die Riverside nutzen und Riverside ist sicherlich auch ein sehr gutes Tool, aber es fehlt halt einfach an sehr guten Schnittstellen. Ja, und deswegen nutzen wir eben Squadcast. Zu dem Workflow an sich. Willst du gerne was kurz dazu sagen? Nee, den will ich hören, weil ich glaube, dann die Leute verstehen, krass, das ist ja einfach ein ganz anderes Level, wo der Typ unterwegs ist. Yes, also zu dem Workflow an sich. Bei uns ist das so, wenn wir mit jemandem ein Interview ausmachen wollen, haben wir dafür verschiedene Calendly-Events. Also Philipp hat ein Calendly-Event, ich habe ein Calendly-Event und da können wir einfach jemanden einbuchen, intern oder auch einfach den Calendly-Link raussenden, so wie es viele kennen. Dann, sobald dieses Event gebucht wurde, passiert einmal quasi ein Matching, um zu schauen, ist das ein Kunde von uns, mit dem ein Interview stattfindet, um direkt quasi zu vermerken, hey, das ist der Kunde, das sind die Infos zu dem Kunden, das ist die Webseite von dem Kunden und all die Dinge, die quasi später in einem Prozess von irgendwie Testimonials, Case Studies und so weiter relevant werden, um das direkt quasi zu linken. Dann sendet quasi von Calendly aus ein Signal an Squadcast, um eben so ein Event einzurichten, um direkt auch den Einladungslink für den Interviewpartner im Google-Kalender in dieser Calendly-Einladung hinterlegen zu können, dass man sich nicht erst, so wie wir, erst in Zoom treffen muss, um dann quasi zu sagen, hey, lass noch mal rüber switchen zu Riverside. Ich lerne, ja. Genau. Und dann, sobald dann das Interview stattgefunden hat, man quasi die Aufzeichnung gemacht hat,
Dann findet im Hintergrund nochmal ein Matching statt, dass das System blickt, okay, das Recording wurde jetzt quasi verarbeitet von Squadcast und anhand der Recording-ID, die quasi im Hintergrund zwischengespeichert wurde, weiß das System dann, zu welchem Kunden und zu welchem Interviewtermin quasi dieses Recording gehört, um dann schlussendlich die Drive-Ordner-Struktur für die Bearbeitung von dem Interview und so weiter vorzubereiten, da direkt in den Rohdateien-Ordner die einzelnen Video- und Audiospuren von Squadcast reinzuladen und dann quasi im Projektmanagement-Tool direkt alle Aufgaben zu verteilen und jedem genau die Informationen eben zu geben, die er braucht, um loszulegen. Das heißt, Copywriter weiß alles zu dem Kunden, weiß alles zu alle wichtigen Infos zusammengefasst, der Videocutter hat direkt alle Dateien am richtigen Ort und schon eine Ordnerstruktur vorbereitet und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Verrückte, weil am Ende ist natürlich so ein Workflow, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wird vielleicht der eine oder andere denken, ja, warum soll ich diesen riesen Aufriss machen? Ne? Aber am Ende, glaube ich, ist es ja die Anzahl dieser kleinen Aufgaben, die deinen ganzen Alltag dann am Ende blockieren. Ne? Und wahrscheinlich ist das ja auch ein Teil eurer Philosophie und eures Erfolgs, dass diese kleinen operativen Sachen, soweit man sie automatisieren kann, man automatisieren sollte, um wahrscheinlich die richtige Zeit zu haben für die wichtigen Dinge, oder? Genau. Also da spielen verschiedene Komponenten natürlich mit ein. Also es geht tatsächlich nicht wirklich um die Automatisierung, auch wenn die Automatisierung an sich quasi diese fancy Welt ist. Im Grunde geht es eigentlich um sehr effiziente Prozesse. Das heißt, viele Prozesse kann man auch ohne Automatisierung schon sehr viel eleganter machen. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall Schritt Nummer eins. Also Automatisierung ist bei uns immer sozusagen das Letzte, was wir tun. Wir schauen immer erst, Prozesse zu vereinfachen, indem wir Dinge streichen, Prozesse zu optimieren, indem wir Schritte und Workflows einfacher machen. Und erst wenn wir das alles gemacht haben, dann fügen wir quasi nochmal die Automatisierung hinzu, was quasi so ein bisschen so die Cherry on top ist sozusagen. Ja. Aber zu dem, was du angesprochen hast, denke ich, kann man, gibt's ein, zwei sehr interessante Betrachtungsweisen. Also es ist nicht direkt die Zeit, die man mit den Automatisierungen spart, die quasi so geil ist am Ende für uns, sondern es ist quasi die Energie, die man aufrechterhält. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat irgendwie ein Energielevel von 100 verteilt über den Tag, und alle 30 Minuten kommen quasi so kleine Sachen, die dich aus irgendwas rausreißen, weil du nur irgendwo, keine Ahnung, einen Ordner freigeben musst, weil irgendein Mitarbeiter keine Freigabe hat. Ja, dann wirst du rausgerissen, musst wieder zurück in den Flow kommen, dein Energielevel sinkt und so weiter. Und quasi dieses Gesamtpaket, das ist eigentlich das, was dann am Ende die Effizienz stark einschränkt. Es ist tatsächlich gar nicht so sehr die Zeit, sondern es ist eher das Energielevel von einem selbst. Verstehe. Und das kann ich mir natürlich vorstellen, gerade bei euren Kunden, wahrscheinlich bei Agenturen, gibt es natürlich operativ, glaube ich, relativ viel dann doch zu tun. Ne? Und da ist natürlich, glaube ich, wahrscheinlich, wie du sagst, relativ schwierig, überhaupt konzentrierte Zeit zu finden oder so Zeit für Deep Work zu finden, weil man ständig irgendwie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung etc. bekommt. Ne? Genau. Und da auch, ich sag mal so, der größte Hack, der größte Tipp, um da einfach, also wenn man das Maximale mit dem wenigsten Effort quasi rausholen will, dann ist das tatsächlich gar nicht irgendeine krasse Automatisierung, sondern im ersten Schritt einfach eine gute Assistenz, die einem quasi schon viel, viel abnimmt. Weil eine Assistenz, Dinge einzutrainieren und Dinge abzugeben, ist viel einfacher, als sich jetzt Stunden oder Wochen oder Monate lang mit irgendwelchen Automatisierungen und Workflows rumzuschlagen. Vor allem, wenn man da eben noch nicht so tief drin ist und nicht direkt weiß, quasi was zu tun ist. Love it, Anton, ich sehe die Schlagzeile. One-Click-Agency ist am Ende keine Automatisierung, sondern nur die Einstellung einer Assistenz. So ist aber es natürlich nicht. Das heißt, für die Leute, die tatsächlich, sage ich mal, geile Automatisierung wollen, die können dann zu One-Click kommen. Ja. Ja. Und das wäre tatsächlich jetzt mal extrem spannend zu hören, weil ich glaube, du bist ja auch ein Meister da drin, diese Sachen sozusagen wahrscheinlich auf die Spitze zu treiben. Und das ist ja wirklich etwas, was dir wahrscheinlich Freude bereitet. Ne? Ansonsten, glaube ich, wärst du nicht so tief in den Maschinenraum darunter gestiegen. Ne? Kannst du mal so einen exemplarischen Kunden irgendwie durchspielen? Ne? Also so, mit welcher Ausgangssituation muss man kommen? Ne? Ich kann mir vorstellen, man braucht ein standardisiertes Angebot. Ne? Man braucht eine gewisse Anzahl an Kunden. Ne? Kannst du mal erklären für einen Laien, wie ihr an so ein Projekt rangeht und vielleicht auch wirklich dieses
was ist dann der Endzustand? Ne? Also wie weit kriegt ihr den Workload und so auch gesenkt? Weil ich glaube, viele Leute können sich heute noch gar nicht vorstellen, was da möglich ist. Und ich fände es unglaublich spannend, wenn du uns da mal so auf diese Reise nehmen kannst und erzählen kannst, was ist da heutzutage möglich? Ne? Yes, genau. Also fangen wir vielleicht ganz vorne einmal an. Also was sind so die Anforderungen, die wir haben, bevor wir überhaupt loslegen? Also die wichtigsten Anforderungen, du hast es schon angerissen, ist eigentlich ein einigermaßen standardisiertes Angebot und Product Market Fit. Ja, diese Dinge gehen auch zum Teil quasi so ein bisschen einher. Ja, aber was wir halt nicht wollen, ist Automatisierung und Prozesse für jemanden aufzusetzen, wo sich alle anderthalb Wochen irgendwas ändert. Ja? Schwierig. Also, ja. Ich sag mal, der Best Case ist, man hat irgendwie ein oder zwei Offer und die haben wirklich guten Product Market Fit und die will man quasi skalieren und dann baut man dafür ein System. Das ist so Best Case Szenario. Man kann natürlich dieselben Prinzipien auch für Full Service Agenturen aufsetzen, aber bei Full Service Agenturen sind wir immer so ein bisschen vorsichtig. Da müssen wir dann schauen, wie Full Service die wirklich sind. Also wenn die wirklich alles machen, dann ist es schon wieder viel zu viel, aber wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, die haben irgendwie 5, 6 Angebote, dann ist es zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber das geht dann auch noch klar. Also wichtig ist einfach, dass was man tut, einigermaßen gut abgesteckt ist. Und je klarer das abgesteckt ist, desto besser natürlich für die Prozesse und die Systeme. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Na, yes. Wie gängig sind denn eigentlich standardisierte Produkte in der Agenturwelt? Ich habe da wirklich wenig Berührungspunkte, aber ich stelle mir immer so Agenturen als wirklich die wir machen alles, was Kunde will, im Kopf so vor. Ist das mehr die Realität oder haben die meisten schon verstanden, dass sie sich irgendwie fokussieren müssen? Hast du da ein Bauchgefühl? Also ich glaube, bei den meisten ist es tatsächlich noch nicht so. Ja? Also fällt mir schwer, tatsächlich das so richtig gut einzuschätzen, weil ich natürlich nur mit den Agenturen spreche, die dann, nur mit den Agenturen spreche, die dann halt One-Click schon machen, ja. Das heißt, diese ganze Vorfilterung, die passiert ja irgendwie bei uns, von anderen bei uns im Team. Aber so mein Overall-Bauchgefühl ist, dass es wirklich sehr, also ich sag mal, sehr wenige gibt, wo man wirklich sagen kann, hey, das ist super sauber aufgebaut, das ist wirklich ein klares Offer, gutes Product Market Fit und so weiter, diese ganze Kombination aus dem All. Viele denken, sie haben quasi ein ganz, ganz standardisiertes Offer, aber vor allem prozessseitig dann sehr schwammig, weil dann ist es quasi, angenommen, man macht irgendwie Social Recruiting, ja, und dann gibt es irgendwie einen Kunden, der wurde mit Perspective gemacht, einer mit irgendwie Heyflow, einer irgendwo eine WordPress-Karriereseite, dann wieder irgendwelche, wo Reddit-Ads geschaltet werden, dann welche bei Facebook-Ads und so weiter, ja, habe ich alles schon gesehen. Das heißt, von vorne sieht es aus, als hätten sie ein standardisiertes Angebot, hinten raus ist es dann fast schon wieder eine Full-Service-Agentur, nur halt mit dem Fokus Recruiting. Ja, verstehe. Also das muss gegeben sein und dann kann man sozusagen diese Vorarbeit, und das ist ja auch das Coole, dass ihr das auch mit anbietet, ne? Genau. Und dann sagen sie sozusagen, Anton, jetzt sind wir bereit, ne? Und jetzt gehen wir an das Projekt sozusagen ran, ne? Jetzt machen wir One-Click. Ja. Erzähl weiter. Ich lausche gespannt, wie es dann weitergeht. Yes. Also, sobald es losgeht, ist quasi Schritt Nummer 1 bei uns so ein bisschen die Bestandsaufnahme. Das heißt, da wollen wir dann ganz genau wissen, okay, was gibt es für Angebote, für Leistungen, wie wird aktuell gearbeitet und so weiter. Und ich sag mal, da ist natürlich die Spanne auch sehr groß. Von, ich sag mal, wirklich Agenturen, die mehrere Millionen im Jahr machen und alles aus einer Excel-Liste heraus machen, bis hin zu Agenturen, die schon ganz gutes, solides, richtiges Projektmanagement-Setup haben. Das heißt, die Spanne ist da sehr groß, auch bei größeren Agenturen. Ich sag mal, wenn jetzt jemand aus einer Excel herausarbeitet und schon recht groß skaliert ist, umsatztechnisch, dann ist das eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, weil dann bedeutet das, dass die Prozesse, die sie sich überlegt haben, schon einigermaßen gut validiert sind, weil sonst würde das mit Excel quasi komplett auseinanderfallen. Ja. Genau. Und Schritt Nummer 1 ist dann, wir schauen uns quasi alles an und berechnen das Ganze dann für uns in Form von gemeinsamen Workshops am Anfang runter in quasi eine solide One-Click-Struktur. Das heißt, das beinhaltet einen Datenbankaufbau im Hintergrund für das System und einen Projektmanagement-Aufbau für dann quasi das Team zum Arbeiten. Das heißt, wir haben da verschiedene Grundstrukturen,
Und wir erarbeiten halt einfach mit unserem Verständnis, mit dem Verständnis von dem Kunden gemeinsam in den Workshops quasi eine, quasi die perfekte Synergie aus beiden Welten. Das heißt, wir nehmen quasi das, was der Kunde tatsächlich macht und bringen das quasi mit unseren Strukturen einher und bauen da quasi innerhalb von so einem Monat so ein Grundsetup. Ja, also innerhalb von einem Monat wurden die ganzen Workshops gemacht, es steht dieses Grundsetup. Und dann hat man, sage ich mal, schon die wichtigsten Funktionen von so einem One-Click-System. Und ich glaube, es ist immer schwierig für mich, das wirklich in Worte zu fassen. Da ist Philipp, glaube ich, deutlich besser, das in Worte, die andere Menschen sich vorstellen können, zu fassen. Für mich ist es immer relativ klar, was so ein One-Click-System beinhaltet. Ja? Und Philipp muss mich dann immer wieder daran erinnern, so hey, für die anderen Leute ist das überhaupt nicht klar. Das heißt so, wir haben smarte Hörerinnen und Hörer, die verstehen das alle, Anton. Ja. Genau, das heißt, aber um es vielleicht trotzdem einmal ganz kurz anzureißen, also so ein Grund-One-Click-System würde beinhalten, alles von quasi Ende vom Sales-Prozess, wo ein Kunde abgeschlossen wird, ja, das von da greift das One-Click-System, übernimmt quasi diesen ganzen Closing-After-Sales-Prozess, das heißt automatisiert Verträge generieren, automatisiert zum Beispiel auch tracken, ob der Vertrag dann unterschrieben wurde, automatisiert dann die ganzen CRM-Sachen updaten, die Infrastruktur im Hintergrund vorbereiten, die Datenbanken vorbereiten. Also im Hintergrund passiert sehr viel Synchronisation, so dass es quasi nach vorne hin für quasi die Leute, die dann im Team an dem Projekt arbeiten, sehr, sehr simpel ist. Also der Vertriebler muss quasi wirklich nur noch einen Knopf drücken und die komplette Admin-Arbeit, Absprache zwischen Vertrieb, Fulfillment, Backoffice, Kunden wird quasi automatisch perfekt vom System übernommen. Alles wird quasi perfekt synchronisiert, vorbereitet und dann kriegen einfach die Leute dann Bescheid, wenn sie irgendwas zu tun haben, und dann werden diese Aufgaben auch wieder quasi richtig vorbereitet. Ja, das heißt, im Hintergrund passiert sehr viel. Ja, da kann man tagelang drüber sprechen, was da alles passiert. Ja. Aber für die Wirkung ist es im Grunde so, als hätte man, wenn wir nochmal vorhin dieses Assistentenbeispiel aufgreifen, als hätte man quasi so eine Assistenz, nur halt in digitaler Form, die quasi alles managt und vorbereitet und verteilt und so weiter. Und das Tolle dann an dieser digitalen Assistenz im Vergleich zu einer echten Assistenz ist, die digitale Assistenz, die schläft nicht, die arbeitet instantan, die wird nicht krank. Wenn du nachts, samstags irgendwie um 3 Uhr nachts einen Kunden close, ja, dann läuft trotzdem alles, und wenn am Montag und Dienstag Feiertag ist, dann wartet der Kunde nicht quasi eine Woche auf seine ganzen Sachen. Ja. Ja. Genau. Kriegt ihr das auch hin sozusagen, guckt ihr euch dann die ganze Customer Journey und die ganze Zusammenarbeit an sozusagen, wenn man sagt, was weiß ich, man arbeitet monatlich wahrscheinlich oder projektweise mit dem Kunden zusammen, kriegt ihr dann wirklich den gesamten Workflow sozusagen abgebildet und die kleinen Aufgaben sozusagen übernommen, oder ist es viel da im Onboarding von neuen Kunden? Ja, also ich sag mal, Onboarding ist deutlich einfacher zu standardisieren, weil es einfach immer sehr ähnlich ist. Ja, also natürlich so ein paar Details ändern sich immer, aber das ist quasi, da haben wir ein absolutes proven System, was man einfach anpassen kann, individualisieren kann, implementieren kann. Ja. Wenn es dann in die eigentliche Projektarbeit geht, ja, oder Retainerarbeit oder wie auch immer, ist es natürlich sehr abhängig davon, was konkret als Dienstleistung gemacht wird. Das heißt, es gibt verschiedene Prozesse, Workflows, Automatisierung, die wir auch schon entwickelt haben, wo wir dann halt einfach schauen, okay, was macht hier Sinn? Wie müssen auf der einen Seite eben die Prozesse aussehen, um zum Beispiel, also konkrete Beispiele zu nehmen, eine Erklärfilmagentur, ja, die arbeitet jetzt ganz anders als eine reine Facebook-Ads-Agentur für E-Commerce. Ja? Ja. Das heißt, bei einer Erklärfilmagentur hat man in der Regel verschiedene Zyklen. Erst wird irgendwie, ich bin jetzt gar nicht so tief in Erklärfilmagentur drin, aber erst wird irgendwie ein Skript gemacht, dann wird irgendwie so ein Drehbuch gemacht und so weiter. Durchläuft diese verschiedenen Stages, und es gibt immer quasi so Feedback- und Abnahmeschleifen, sowohl intern als auch zum Kunden hin. Ja? Ja. Das heißt, wir haben verschiedene Workflows, wie man eben mit solchen Feedbackschleifen gut umgehen kann. Ja, Feedbackschleifen in Form von Bildern, Feedbackschleifen in Form von Text, interne Feedbackschleifen, externe. Also da haben wir ganz viele verschiedene Ansätze, und wir schauen dann einfach, okay, wir müssen hier einmal bei der Erklärfilmagentur die Prozesse aussehen, damit es wirklich smooth läuft, und wie können wir das dann unterstützen mit quasi individuell angepassten Automatisierungsworkflows, die dann diesen ganzen Prozess erleichtern. Ja, das heißt, wenn wir nochmal vorhin aufgreifen, ich habe gesagt, innerhalb von so einem Monat steht dieses Kernsystem, das One-Click-Core, das ist quasi dieses Grundgerüst. Und dann darüber hinaus kann man eben
immer weiter optimieren und Module dranhängen. Und das ist dann sehr individuell basierend auf, was man eben für eine Dienstleistung hat. Ja, das heißt, das Endprodukt, wenn man das über ein paar Monate halt macht, so wie wir das mit unseren One-Click-Kunden machen, von der Erklärfilmagentur, ist dann im Kern ähnlich wie das von einer Facebook-Ads-Agentur, aber die ganzen individuellen Workflow-Module, die wir dann quasi dran bauen, die unterscheiden sich dann sehr stark, weil dann eben auch die zugrunde liegende Dienstleistung sehr unterschiedlich ist. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut, dass das sehr unterschiedlich ist. Wo führt das am Ende hin? Führt es dazu, dass Leute keine Aufgaben haben mehr danach oder in diesen Agenturen? Oder ist es so, die werden dann an anderer Stelle gebraucht, die Leute? Gab es da schon irgendwie alle möglichen Szenarien? Oder weil das ist ja schon ein relativ großer Hebel im Alltag, oder nicht, was ihr da aufbaut? Genau, also die Expertenarbeit wird dadurch natürlich nicht ersetzt. Also wenn wir jetzt mal irgendwie einen Copywriter nehmen, ja, man könnte da jetzt natürlich noch überlegen, irgendwie AI, und da sind wir auch gerade dran, verschiedene AI-Sachen natürlich in die Workflows. Ich wollte gerade sagen, dass du ChatGPT da angeschlossen bekommst, ey. Ja. Kann man da natürlich auch noch Sachen machen, aber im Grunde würde das ja jetzt nicht den Copywriter ersetzen, sondern ihm einfach nur die Arbeit leichter machen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, wer weiß, wie es in 5 Jahren aussieht. Ja, weiß niemand. Aber im Grunde ist es nicht so, dass quasi alle Aufgaben wegfallen. Es fallen sehr viele administrative Aufgaben weg und sehr viele Aufgaben, die sowieso keiner mag. Ja? Niemand im Team mag es, irgendwie 2 Tage irgendeine andere Person zu nerven, weil irgendwelche Infos fehlen, und irgendwelche Dokumente hin und her zu schicken und irgendwie Dokumente rauszusuchen und dann irgendwie bei 3 Leuten anzufragen, zu fragen, hey, weißt du, wo dieses Dokument ist? Kannst du dich noch erinnern an das und das, was wir vor 2,5 Monaten besprochen haben, und all diese ganzen Dinge, die sowieso keiner mag? Die fallen halt weg. Das heißt, es steigert die Effizienz von jedem, und die ganzen Dinge, die sowieso keiner mag, fallen weg. Ja? Und die Personen, die quasi immer den Überblick haben müssen, haben halt immer den Überblick, ohne dass sie irgendwie mit in den Stress reingezogen werden. Ja, sie können halt einfach auf das Ding schauen und wissen bei allem den Stand. Ja. Ah, das ist natürlich auch perfekt, dass man das sozusagen im Überblick hat. Und ich habe das Gefühl, man hört sozusagen das, was ihr da tut, und es hat so eine magische Wirkung. Ich weiß bis heute nicht, vielleicht kannst du mir das besser erklären, was so der psychologische Trigger von Automationen ist, aber irgendwie Automationen und Menschen, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Ich habe das Gefühl, ja, so Routinen oder sowas wie Zähneputzen sind ja auch am Ende Automation, ne? Also der Kopf mag es ja, wenn Sachen einfach auf Autopilot funktionieren, gerade Atomic Habits gelesen. Und ich glaube, James Clear argumentiert sogar, dass 40% des Tages Automationen sind, ne? Die man einfach routiniert sozusagen macht, und relativ wenig wirklich, wo man sein Gehirn beansprucht. Und vielleicht ist es sowas, dass es so magisch ist, dass die Leute sagen, ey, das, was da Anton macht mit denen, das brauche ich auch, ne? Ja, also ich glaube, irgendwas dahinter stecken, ne? Ja, ich glaube, das sind 2 Dinge speziell. Also zum einen sind wir im Agenturmarkt unterwegs, und Agenturinhaber sind tendenziell sehr verliebt in Tools und Hacks. Ja? Also das ist, sage ich mal, ein Vorteil auch für uns, weil die Agenturinhaber häufig so ein bisschen First Movers in neuen Bereichen sind. Das sind die dann als erstes richtig geil abfahren und alle fragen mich so, hey, was sind denn jetzt so, wir haben so viel über AI gesehen, aber was sind denn jetzt so wirklich die Real-World-Use-Cases für AI in meiner Agentur? Ja, die Agenturinhaber sind einfach immer auf der Suche nach den neuesten Tools und nach dem neuesten Zeug. Und dann die andere Seite ist natürlich, ich glaube, von Natur aus ist ein Teil des Gehirns der Menschen faul. Ja, und Automatisierung spricht halt natürlich genau das an. Ja, dass man eben gewisse Dinge eben nicht mehr tun muss. Und es sind halt häufig so diese nervigen Dinge. Häufig kommen irgendwelche Leute zu mir und sagen so, hey, kann ich das irgendwie automatisieren? Und meistens steckt dahinter diese eine Sache, die fuckt mich so sehr ab, ich will die nicht mehr tun. Also es hat nicht mal direkt was mit Faulheit zu tun, aber man hat halt einfach gewisse Sachen, auf die man keine Lust hat, und denkt dann sofort daran, eben die zu automatisieren, weil man einfach die Automatisierung mit dem Nicht-Tun von etwas verbindet. Ah, da hast du absolut recht. Ich glaube, da kommen wirklich so Sachen zusammen, ne, wie, was weiß ich, eine Sonnenfinsternis, ne, was du gesagt hast, die Agenturen lieben Tools, ne, das Gehirn liebt es, faul zu sein, ne, und dann sozusagen dieses perfekte System, was das irgendwie alles in der eigenen Agentur irgendwie möglich macht. Und das ist natürlich das Coolste, wenn man das irgendwie aufeinander trifft.
Jetzt wäre natürlich, wenn ich das jetzt grob verstanden habe, sozusagen, Anton, das bedeutet aber in eurer täglichen Arbeit, dass ihr doch relativ tief wahrscheinlich in diese Kundenprojekte auch reinsteigen müsst, oder nicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass euer Ding wahrscheinlich noch keine One-Click-Agency ist, weil dann hohes Komplexitätslevel ist, oder nicht? Genau, also wir optimieren das intern von Woche zu Woche, ja, dass wir da immer effizienter auch selbst werden, diese Systeme aufzusetzen. Und wir sind da auch gerade dabei, quasi eine große interne Veränderung, die nach außen jetzt nichts verändert, aber für uns intern quasi nochmal ein großer Hebel sein wird. Ja, das heißt, das ist natürlich, ich sag mal so, die große Sache bei Systemen und Prozessoptimierung, dass man damit nie aufhören kann. Das geht immer weiter. Ja? Aber wie du schon sagst, es beinhaltet natürlich einen großen, wir müssen wirklich individuell verstehen, wie funktioniert diese Agentur, was ist da wichtig. Ja? Das heißt, wir erarbeiten uns verschiedene Vorgehensweisen, dass wir das eben immer einfacher und schneller hinkriegen, dass wir da nichts übersehen und dann alles denken. Aber im Endeffekt ist das Wichtigste für uns, dass wir halt kein Detail übersehen, was quasi dann irgendeinen Prozess zerschießt. Das heißt, man kann sich quasi den geilsten Prozess überlegen und wenn dann irgendwie so ein kleines Detail aufkommt, was sagt so, hey, an mich hast du nicht gedacht, jetzt funktioniert alles nicht, ist natürlich scheiße. Ja? Das heißt, zu Beginn sind wir wirklich hergegangen und haben erstmal über einen Monat in vielen Projekten, so wenn ich ein Jahr in die Vergangenheit denke, wirklich über einen Monat damit verbracht, jedes Detail von dem Unternehmen auseinanderzunehmen und an alles zu denken. Ja? Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir das innerhalb von einer Woche ungefähr hinkriegen. Krass. Weil ich mir einfach verschiedene so mentale Frameworks und Vorgehensweisen und quasi so die wichtigsten Fälle, auf die man einfach achten muss, erarbeitet habe. Ja? Aber das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, weil eben das Grundgerüst von OneClick haben wir extra so gebaut, dass es im Kern sehr ähnlich ist, damit wir es schnell adaptieren können. Aber die einzelnen Kunden, mit denen wir dann arbeiten, die können halt total unterschiedlich sein. Wenn wir nochmal an die Erklärfilmagentur und die Facebook-Ads-Agentur denken, das sind natürlich komplett unterschiedliche Dinge, die dann da geschehen müssen. Ja. Ja. Was daran so unglaublich schön zu sehen ist, ist auch insgesamt, dass man merkt, dass du komplett in deiner Genius-Zone unterwegs bist. Na, also man ja merkt sozusagen, wie leidenschaftlich du dich mit diesen Themen beschäftigst, ne, weil ich glaube, das ist auch immens wichtig, wenn man solche Themen sozusagen aufsetzt. Wie bist du da hingekommen, Anton? Na, wie bist du Automatisierungs-Anton geworden? War das schon immer etwas, was dich fasziniert hat oder wie sah deine unternehmerische Reise aus? Ja, also das ist, ich bin da irgendwie, also irgendwie so zu 50% sage ich, macht Sinn. Wenn man jetzt mein Leben anschaut, zu 50% bin ich aber auch irgendwie so ein bisschen da reingestolpert. Ja. Also so quick rundown von meiner, wie du es so schön gesagt hast, unternehmerischen Reise. Ich bin mit 10 oder 11 auf eine Montessori-Schule gewechselt. Und in der Montessori-Schule habe ich dann ich glaube, das war dann die 5. Klasse, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber irgendjemand hat mir beigebracht, so Webseiten zu entwickeln. Das heißt, ich habe dann angefangen. In der 5. Klasse. Genau, in der 5. Klasse, mit HTML und CSS und so weiter. Und dann bin ich sehr schnell, mein Onkel, der war auch in dem ganzen Thema mit drin und der hat mir dann, ich glaube mit so 11, 12, war ich ein paar Mal bei dem und dann hat er mir PHP beigebracht und da habe ich angefangen quasi zu programmieren. Ja, das heißt, so meine Teenagerzeit habe ich mit zwei Dingen verbracht. Einmal programmieren, das heißt, ich habe wirklich so von irgendwie 12 bis, keine Ahnung, 17 oder 18 war so das meine größte Freizeitaktivität, programmieren, und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber Zauber. Ja, ich war. Doch, ich erinnere, du hast was erzählt, ja, aber das musst du erzählen. Genau. Ja. Also programmieren und Zaubern, ja. Zum Zaubern können wir vielleicht wann anders mal sprechen. Der einzige Fakt, den ich immer wieder aufbringen möchte, ist, mit 14 war ich bei Disney Channel und Super RTL. Ja, das heißt, ich kann dir später mal privat das Video noch bitte, zusenden. Bitte, ja. aber das war quasi meine Faszination. Und für mich, auch wenn es von außen sehr unterschiedlich wirkt,
Also die zwei Sachen. Für mich war quasi Faszination dasselbe. Was ich beim, ich habe irgendwann das Zaubern aufgehört, weil das Zaubern quasi eine Sache hatte, die ich nicht so sehr mochte. Und das war das, dass man die Zaubertricks auch anderen Menschen vorführen musste. Ja? Das heißt, ich war quasi jemand, der war verliebt in die Zaubertricks und quasi die Methoden und so weiter und das Üben, aber nicht so sehr in das Vorführen vor anderen Menschen. Ja? Und das ist quasi so ein bisschen das, wofür wo aus meiner Perspektive die beiden Sachen sich sehr ähneln, ist eben das mit sowohl Programmieren als auch mit dem Zaubern haben wir eben Dinge quasi erschafft, die für andere Menschen quasi so einen Wow-Effekt hat. Also auch mit dem Programmieren, wenn du dich auch mal zurückdenkst an irgendwie vor 10, 15, 20 Jahren, so die neuesten technologischen Dinge, die hatten noch nicht mal irgendein AI-Zeug oder sowas. Und das hat trotzdem alle Menschen quasi mega begeistert, ja. Das heißt, einfach diese Begeisterung, Dinge zu erschaffen, die irgendwie cool sind, ja, das war so die Motivation dahinter. Und dann, als ich dann mein Abitur gemacht habe, wusste ich nicht, was ich tun soll nach dem Abitur. Der und habe mir gedacht, mache ich doch, also das war wirklich mein Gedanke. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt tue ich einfach mal nur das, worauf ich richtig Bock habe. Und das war dann schlussendlich mein Physikstudium an der Universität Heidelberg. Und da habe ich 4, 5 Semester studiert. Ja. Dann gemerkt, oder während dem Studium habe ich angefangen, nebenbei Online-Poker zu spielen und habe dann mir so ein kleines Zeiteinkommen im Online-Poker aufgebaut. Ja. Und dann habe ich auch noch angefangen, mit dem Gedanken, mich dann selbstständig zu machen. Und dann hatte ich diese drei Sachen. Physikstudium, Online-Poker und mich selbstständig machen. Und habe quasi wochenlang darüber nachgedacht, was soll ich denn jetzt machen? Weil ich wusste, ich kann nicht alle drei Dinge machen. Ja, ich muss mich für eins entscheiden. Und habe dann eine sehr langfristige Analyse gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass eben die Selbstständigkeit die sinnvollste Wahl ist. Habe mich dann selbstständig gemacht. Das war vor 4,5 Jahren erstmal mit Webseiten erstellen für andere, weil ich mir dachte, okay, ursprünglich wollte ich ein Softwareunternehmen gründen, aber dann ist mir aufgefallen, um ein Softwareunternehmen zu gründen, braucht man deutlich mehr Skills als nur das Programmieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange einfach an, Webseiten zu verkaufen, um diese Skills quasi zu lernen. Ja, Webseiten kann ich bauen und den Rest lerne ich dann damit. Das ist dann relativ schnell auch durch den ganzen Online-Hype eben übergegangen zu einer Marketingagentur. Das war dann damals Mango Marketing. Habe ich mit einem damaligen Geschäftspartner gegründet. Ja. Und genau, in diesem Prozess der Marketingagentur wurde ich natürlich immer mehr quasi dahin gezogen zu den Dingen, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und das war eben Tools, Prozesse und so weiter. Und als die Agentur dann größer wurde, habe ich natürlich selbst das Problem zu spüren bekommen, so hey, irgendwie total chaotisch, wenn wir jetzt irgendwie Freelancer und Mitarbeiter und sowas an Bord bringen. Alles läuft irgendwie durcheinander. Und so bin ich quasi erstmal auf die eigene Reise gegangen vor, ich weiß nicht, 3, 4 Jahren und mich sehr intensiv mit diesem ganzen Thema Prozesse und Automatisierung beschäftigt, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht sonderlich viele Ressourcen gab, war es sehr viel Trial and Error, also einfach ausprobieren. Und bis ich dann schlussendlich mein erstes Agenturbetriebssystem gebaut habe. Ja, also das quasi, man könnte sagen, die erste One-Click-Agency damals für Version eben die Agentur Marketing. Genau. Ja. Und das irgendwann dazu geführt hat, dass ich nicht mehr sonderlich viel zu tun hatte. Und dann der sich selbst entlassen hat dadurch, dass geil. Also ich hatte dann nicht mehr sonderlich viel zu tun und habe mich dann halt wirklich so ein bisschen Early Life Crisis gefragt, so was will ich eigentlich machen? Und glücklicherweise kamen dann immer mehr Agenturinhaber, mit denen ich befreundet war, auf mich zu und haben gesagt so, hey, ist voll cool, zeig mir mal, wie du das und das gemacht hast. Und so bin ich dann überhaupt auf die Idee gekommen, weil ich das gar nicht so im Kopf hatte, so hey, das kann ich ja auch machen, einfach anderen dabei zu helfen. Und so hat sich das entwickelt. Ach, und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Und das ist eigentlich auch immer die beste Indikation, ne? Das Thema, wofür Leute zu einem kommen, ne? Dass das schon so ein bisschen immer die Indikation ist, dass das die eigene Genius Zone ist, ne? Und dass man natürlich was damit machen kann. Ne? Und ich hatte dann den Vorteil, dass ich wirklich ungefähr, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich will jetzt diese Prozessoptimierungssache machen,
habe ich ungefähr anderthalb Jahre, also es hat dann anderthalb Jahre, hatte ich noch diese Mango Marketing Agentur parallel weiterlaufen lassen, so dass ich eben auch zu Beginn viel Zeit hatte, den Einkommensstrom von der Agentur und einfach experimentieren konnte, ja, ohne quasi irgendeinen Stress oder Druck zu haben. Und dann habe ich das einfach so über verschiedene Projekte, habe ich einfach Projekte angenommen und geschaut, okay, wie kann ich jetzt das, was ich für mich selbst gebaut habe, anfangen, eben auch mit anderen umzusetzen. Ja, und überhaupt das Ganze dann in eine strukturierte Vorgehensweise zu bringen, dass man eben wirklich ein System hat, was man mittlerweile innerhalb von wenigen Wochen installieren und individuell angepasst haben kann. Während ich bei meiner ersten 0.1-Version irgendwie 2 Jahre gebraucht habe, bis ich das aufgebaut habe. Ja. Das heißt, das war so ein bisschen jetzt die Journey der letzten 2 Jahre, kann man sagen. Und dann seid ihr irgendwann, dann hast du dich irgendwann mit Philipp zusammengetan. Wie kam es denn dazu eigentlich? Das habe ich gar nicht damals Philipp gefragt. Ja. Ja, also long story short, ich war Kunde bei Philipp, weil ich wusste, okay, ich habe irgendwie ein ganz gutes Angebot, aber es ist noch nicht so geil verpackt. Ich brauche irgendjemanden, der diesen Marketingblick hat. Ich war immer eher so der technische Blick. Das heißt, ich brauche jemanden, der den Marketingblick hat, der Angebote versteht. Und das war ja Philipps großer Claim, No-Brainer-Angebote. Ach, da war er schon mit dem Claim sozusagen draußen. Genau. Ja. Und damit hat er mich auch gecatcht. Ja. Dann haben wir zusammengearbeitet. Irgendwie 2-3 Monate und dann kam Philipp irgendwann auf mich zu und hat gesagt so, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so cool, diese Synergie auch, also die Zusammenarbeit zwischeneinander, aber auch, wir haben festgestellt, viele Kunden, die bei mir super erfolgreich waren, waren parallel auch seine Kunden und bei ihm super erfolgreich und dann haben wir so gemerkt, hey, das ist irgendwie persönlich eine gute Synergie, Kundensynergie, die Themen fließen auch sehr gut ineinander. Und da kam er einfach mit der Idee oder mit dem Vorschlag auf mich zu, hey, lass irgendwie was das zusammen machen oder irgendwas zusammen machen. Ja? Und dann hat er quasi so diesen Kern-Seed, diesen Gedanken-Seed gesetzt. Ah. Und dann ist das von da aus gewachsen und wir sind beide Freunde von, ich sag mal, schnellen Entscheidungen. Wir haben jetzt natürlich nicht irgendwie nach 5 Minuten schon alles in trockenen Tüchern gehabt, aber innerhalb von wenigen Wochen haben wir dann wirklich die finale Entscheidung getroffen, einfach alles zusammenzuführen. Super cool, weil ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es die perfekte Synergie ist. Von dem, was ich auch von außen gesehen habe, ist ja sozusagen das No-Brainer-Angebot genau die Lücke, die viele Agenturen schließen müssen, bevor sie endlich dann alles bei dir sozusagen automatisieren können und streamline können. Und das ist natürlich wirklich der perfekte One-Stop-Shop, wie man so schön sagt, ne? Den sich die Leute natürlich wünschen. Ne? Und das ist natürlich cool, dass das so gut geklappt hat. Aber crazy Abriss, Anton. Also mit 11 Jahren schon Webseiten bauen und irgendwie programmieren können, da warst du auf jeden Fall früh dran an dem ganzen Thema. Ne? Ja, deswegen habe ich das auch erwähnt mit der Montessori-Schule. Ich glaube, das hatte wirklich ein... ich weiß nicht, wie viele jetzt irgendwie... Ich weiß, was eine Montessori-Schule ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen das tatsächlich wissen. Erklär mal kurz. Also ich habe immer das Gefühl, dass die smartesten Leute auf solchen Schulen waren. Ja. Ja, also ich sag mal, sehr simpel gesagt, das ist jetzt für die sich auskennen, jetzt nicht die beste Beschreibung, aber es geht so ein bisschen in Richtung Waldorfschule, aber die unterscheiden sich nochmal, sage ich mal, in den Details. Das heißt, ein großer Selling Point von Montessori-Schulen ist einfach, dass man sehr selbstständig arbeitet. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man ist jeden Tag bis 16 Uhr in der Schule, hat aber im Schnitt irgendwie nur 2 Stunden Unterricht am Tag. Das heißt, die ganzen restlichen... Man lernt schon sehr früh proaktiv zu arbeiten. Genau. Also du hast eigentlich nur irgendwie einmal die Woche irgendwie Mathe, Englisch, Deutsch, so die Hauptfächer und sonst hast du halt eigentlich keinen Unterricht. Das heißt, du arbeitest zum größten Teil selbstständig. Das hat halt, sage ich mal so, die Vorteile, dass du halt den ganzen Tag selbst entscheiden kannst, was du machst. Zieht halt auch mit sich, dass du eben die Verantwortung dafür hast, dass du halt auch Dinge tust und vorankommst und so weiter. Und da habe ich halt einfach das Glück gehabt, dass es jemanden gab, der sich damit auskannte, also so Entwicklung, Programmierung, und ich einfach den Freiraum hatte, mich da halt, keine Ahnung, jeden Tag 5 Stunden an den Computer zu setzen und irgendjemanden, der daneben stand und gesagt hat, hey, zeige ich dir einfach mal ganz viele Sachen. Es wäre natürlich auf einer normalen Schule nicht gegangen. Das heißt, das war, glaube ich, ein großer wichtiger Punkt, dass ich eben auf einer Montessori-Schule dann war.
Hey, das hört sich super gut an. Also auch schon so ein bisschen mal mit beschäftigt und dachte mir, meine Kinder werde ich wahrscheinlich auch auf Waldorfschule oder Montessori-Schule schicken, weil ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, auch dieses Proaktive und auch Kindern gucken, wo sie sich hinentwickeln und so unglaublich wichtig geworden ist, wo auch die eigenen Stärken liegen. Weil ich muss sagen, meine Schulzeit, das war wirklich, ich will nicht sagen, der blanke Horror, aber das war ja nicht wahnsinnig förderlich, die Zeit. Genau, also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich habe Montessori-Schule nur bis zur 10. Klasse gemacht und dann das Abitur habe ich dann wieder auf einer normalen Schule gemacht. Und das ist wahrscheinlich das ist wirklich eine 180-Grad-Drehung, oder? Definitiv, ja. Ei, verrückt. Ei, total verrückt. Also muss man wirklich sagen, ich glaube auch, dass das echt einen Großteil wahrscheinlich von deiner Entwicklung ausgemacht hat und es cool zu sehen ist, dass das auch so weit zurückgeht irgendwie. Na? Und jetzt müssen wir natürlich über die wichtigen Fragen des Lebens nachdenken, weil ich fand es so witzig, ich bin irgendwann vor ein paar Monaten über diese Joe Rogan-Folge von Graham Hancock gestolpert und das hat wirklich mein gesamtes Wochenende irgendwie so auf links gedreht. Na? Nicht nur die Podcast-Folge gehört. Ich muss auch sagen, ich habe mich so sehr gefreut, als jemand in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, so hey, hat jemand schon diese Doku gesehen? Weil als diese Doku, ich habe da schon drauf gewartet, dass die Doku rauskommt. Ja. Ich habe mir die sofort alle Folgen am ersten Abend reingezogen. Und dann zu sehen, dass irgendwie jemand anderes das auch feiert, das war mega. Also zum Hintergrund, Graham Hancock, es gibt eine Serie auf Netflix, Ancient Apocalypse, der die These aufmacht, dass es eine verlorene Zivilisation schon vor sozusagen den Neandertalern gab, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrigier mich, Anton. Und die Beweise mittlerweile sich so krass verdichtet haben, dass es der akademischen Elite sozusagen, wie er sagt, immer schwieriger wird, es zu verneinen, dass es so ist. Also für alle Leute, die da Zweifel haben und sagen, das hört sich verrückt an, das erstmal angucken. Ne? Aber es wirft so viele Fragen auf und so viel Begeisterung hatte ich das Gefühl, dass ich dachte, dieser Gedanke, dass es da schon mal was gab, was irgendwie extrem fortgeschritten war, ist super faszinierend. Ne? Genau, also um es vielleicht ganz kurz zu korrigieren, in Anführungszeichen, es war jetzt nicht vor den Neandertalern, sondern vor so plus minus 10.000 Jahre. Ja, also vor ungefähr 10.000 Jahren, da ist die Theorie, dass da irgendwas passiert ist, so vor 10.000, 11.000 Jahren, was eben einmal quasi so ein Wipeout auf der Erde gemacht hat, so dass alle wieder von vorne angefangen haben. Und die Idee ist, dass davor eben schon eine relativ fortgeschrittene Zivilisation gelebt hat. Der Claim ist nicht, dass die irgendwie alle mit Handys und Internet rumgelaufen sind. Der Claim ist einfach nur, dass die schon relativ fortgeschritten waren und auch Schrift und Sprache und so weiter besessen haben. Aber dass wir halt nichts mehr davon wissen, dass es dieses große Wipeout-Event gab und dann quasi die Leute danach eben wieder von Null anfangen mussten. Also wirklich wieder quasi aus Höhlen heraus sich entwickeln mussten. Und das Verrückte ist ja wirklich, dass der schon seit x Jahrzehnten eigentlich mit diesem Thema unterwegs bist und du auch einfach ohne Probleme aus dem Bücherschrank seine Bücher rausgezückt hast und gesagt hast, dass du die Bücher schon vor ein paar Jahren gelesen hast, oder? Ja, genau. Also Graham Hancock ist da wirklich, ich kann es nicht genau sagen, aber seit, ich glaube, Ende der 90er oder sogar Anfang der 90er oder sowas, also auf jeden Fall schon sehr lange dabei. Ja? Also ich glaube vor meiner Zeit. Ich bin jetzt Ende 90er. Es kann sein, dass er schon vor meiner Zeit an diesen Ideen und Thesen gearbeitet hat. Ja. Was hat dich daran fasziniert? Also es muss ja auch in irgendeiner Form irgendwie mit dir resoniert haben, dich damit zu beschäftigen. Na, wie bist du in diese Welt geschlittert? Na, weil's, also ich muss sagen, im Freundeskreis bei mir habe ich noch nie jemand über diese Themen sonst reden hören. Na. Ja, also man muss dazu sagen, es ist auch schwierig, finde ich, Menschen dafür zu begeistern, die noch nicht so tief drin sind. Also es gibt viele Themen, die sind richtig geil, aber die sind halt erst richtig geil, wenn du schon ein bisschen tiefer drin bist und die ganzen Zusammenhänge checken kannst. Wenn du jetzt das erste Mal da irgendwie so, was labert der? Ja, irgendwie, es gab irgendwie vor 10.000 Jahren irgendwie noch ein paar andere, die hatten irgendwie auch ein paar Hütten. Ja, was soll's? Ja, interessiert mich doch nicht. Ja. Das heißt, ist immer schön, da auf Gleichgesinnte sozusagen zu treffen. Aber die Frage war, was mich daran interessiert oder was mich da hingezogen hat. Und was dich da fasziniert und wie du da reingezogen bist in die Welt. Ja, genau. Also ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen Fan von Verschwörungstheorien. Ja? Mhm. Also so ein Fan davon einfach. Ich glaube, es geht auf psychologischer Ebene viel darum,
ein tieferes Verständnis für, wie die Welt funktioniert, zu bekommen. Ja? Also das Phänomen Verschwörungstheorien, ich sag mal jetzt die Verschwörungstheorien, die halt nicht echt und einfach nur ausgedacht sind, springen ja häufig daher, dass irgendwelche Menschen sich quasi Zusammenhänge zusammenreimen, um quasi sich zu, gewisse Dinge zu erklären, die für sie sonst keinen Sinn ergeben. Ja? Das ist ja quasi so dieser psychologische Aspekt. Aber was dem Ganzen eben zugrunde liegt, ist dieser Wunsch von Menschen, einfach zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das ist ja auch quasi die Antwort, auf die quasi irgendwie Religionen eine Antwort geben. Ja? Eine Antwort auf die Frage, wieso funktioniert die Welt so, wie sie funktioniert. Und die erste, ich sag mal in Anführungszeichen, Verschwörungstheorie, in die ich so ein bisschen reingeraten bin. Das war auch ungefähr zur selben Zeit, wo ich angefangen habe zu programmieren. Auch auf der Montessori-Schule in der 5. Klasse. Da ging alles los. Ja. Genau, da habe ich eine Präsentation vor der ganzen Klasse über die Mondlandung gehalten. Und damals war ich davon überzeugt, dass die Mondlandung gefaked war. Ja? Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich habe wohl irgendwas im Internet aufgeschwappt und habe dann so eine gigantische Präsentation ausgearbeitet und quasi alle davon überzeugt, dass die gefaked war. Es hat nicht sonderlich lange gedauert, da habe ich an meiner Überzeugung so ein bisschen angefangen zu zweifeln, aber ich glaube, da hat das so ein bisschen angefangen, dass ich mich einfach mit diesen Themen eben beschäftigt habe. Und es ist schon ein bisschen verrückt, das zu sagen, wir haben eben drüber gesprochen, ja? Neben der Mondlandung war ich dann, also Mondlandungsverschwörungstheorien haben mich dann auch sehr schnell damals schon zu UFO-Verschwörungstheorien gebracht. Und als Kind hat mich das natürlich immer super fasziniert, weil ich sehr, ich habe immer schon so Science-Fiction-Sachen geliebt. Ja? Yeah. Und ich glaube, Joe Rogan sagt das sehr, sehr gut, so diese ganze UFO-Verschwörungstheorie-Geschichte. Das große Problem an der ganzen Sache ist, dass man selbst diesen inneren Wunsch hat, dass gewisse Teile davon wahr sind, weil man das einfach so cool fände, wenn jetzt hier UFOs auf der Erde sind. Ja? Und das war, glaube ich, der Kern, der dem Ganzen zugrunde liegt. Es ist einfach diese Vorstellungskraft, wie cool wäre das denn, wenn vor allem jetzt irgendwie die Menschheit schon deutlich länger, schon deutlich älter ist als nur 10.000 Jahre. Ja? Für mich ist das immer so auf der einen Seite sehr schöne Vorstellung, weil ich einfach weiß, okay, wir sind nicht erst schon seit irgendwie ein paar tausend Jahren am irgendwie coole Dinge machen, sondern wir sind schon seit sehr langer Zeit an coole Dinge machen. Gleichzeitig hat es auch so ein bisschen diesen traurigen Aspekt, weil ich mir dann vorstelle, okay, viele von den coolen Dingen, die gemacht wurden vor irgendwie 20.000 Jahren, die werden wir nie wieder erfahren, weil die einfach quasi ausgelöscht wurden von irgendeinem Event. Ja. Aber genau, es ist, glaube ich, diese Vorstellungskraft. Und das Witzige ist, man muss ja auch wirklich sagen, Anton, das sind ja gerade goldene Zeiten. Ne? Also ich glaube, jetzt in den letzten Tagen sind Unmengen an Reports rausgekommen, dass das Pentagon zum ersten Mal in großen Stil Investitionen sozusagen gemacht hat, um das zu untersuchen, weil ja immer mehr Piloten der Navy rausgekommen sind und gesagt haben, dass sie auf täglicher Basis mittlerweile Flugobjekte sehen, die sie nicht identifizieren können. Und jeder, der jetzt sagt, Robert, der hat einen richtig an der Murmel, deshalb habe ich das gerade bei YouTube aufgemacht, kann einfach mal Tic-Tac-UFO eingeben, ne? Weil es, glaube ich, einer der größten Fälle ist, den sie nicht erklären können und Bildmaterial veröffentlicht haben und der, sagen... ich glaube, das ist der von Tic-Tac-UFO, Dr. David Fravor, das ist der Pilot, der das geflogen ist. Das ist auch ein wirklich super hochrangiger Pilot. Das ist quasi die höchste Pilotenebene, die man quasi erreichen kann. Ja, das heißt, der fliegt quasi die most advanced Flugzeuge, die es quasi so im US-Militär gibt. Und der hat sehr ausführliche Interviews auch schon gegeben, wo der über diese Erfahrungen berichtet. Also das ist, es entwickelt sich sehr zu sehr interessanten Sachen. Man muss aber auch dazu sagen, zwei Dinge. Zum einen, ich fände es persönlich richtig cool, wenn das Ganze Aliens wären. Mhm. Aber ich bin mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Mhm. Und Punkt Nummer zwei ist, was Menschliches ist? Viele Optionen. Ja, ich hab mich dann, also nochmal, glaube ich, eine Diskussion für sich. Ja? Und der andere Punkt ist, ich bin aktuell auch so ein bisschen skeptisch dem gegenüber, dass die, was quasi die US-Regierung damit alles macht. Ja, also es gibt einen, für die Leute, die es wirklich interessiert, es gibt einen
sehr guten Blog, der heißt The Black Vault. Das ist einer, der mit seit irgendwie 25 Jahren Freedom of Information Act Requests macht und schon Millionen an Dokumenten von verschiedenen US-Programmen und Regierungen und so weiter angefragt hat und auch erhalten hat. Auch Dokumente, die vorher quasi geheim waren. Und alles quasi über den legalen Weg. Ja, das heißt, der macht keine geleakten Dokumente oder so, sondern er macht diese Freedom of Information Act Requests und ist da einfach sehr gut drin geworden und kämpft da irgendwie seit 25 Jahren, gewisse Dokumente halt zu bekommen. Mhm. Und der dokumentiert das alles auf seinem Blog theblackvault.com. Und das zeichnet so ein ganz interessantes Bild, weil man da einfach sieht, hey, da irgendwas ist an diesem Thema dran. Da gibt's quasi sehr interessante Fallakten und so weiter, die irgendwie 100 Jahre in die Vergangenheit datieren. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass immer wieder die US-Regierung und so weiter irgendwelche Missinformationskampagnen darüber fahren. Das heißt, es könnte auch genauso gut sein, dass sie das aktuell einfach nutzen, um irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, von was anderem abzulenken, genau. Ja, das muss man wirklich sagen, weil ich glaube, das wurde ja nie groß öffentlich irgendwie kommentiert und auch nicht gesagt, dass es sowas gibt. Und die werden sich schon die Karten gelegt haben, wenn sie plötzlich offiziell über die Navy gehen und sagen, hier sind alle Informationen, die wir haben. Da glaube ich, kann man schon ein bisschen, genau, und das ist, glaube ich, das, was so eine Rabbit Hole, wie man so schön sagt, ausmacht. Ja. Je tiefer du reingehst, desto mehr Fragen hast du eigentlich. Ja, also, es ist gefährlich. Es ist gefährlich, ja. Und um das vielleicht auch anzumerken, wir haben angefangen mit der Graham Hancock Verlorene Zivilisation Rabbit Hole. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Clip kennst, aber in einem Podcast-Interview hat auch Elon Musk davon gesprochen, dass das eine sehr interessante Rabbit Hole ist und dass er da auch schon in diese ganze Verlorene Zivilisation Rabbit Hole reingefallen ist. Man muss wirklich aufpassen, aber gleichzeitig glaube ich, was hat man zu verlieren? Na, am Ende kann rauskommen, dass es alles nicht so ist. Am Ende ist es witziges Entertainment und wenn ein Fünkchen Wahrheit dran ist, ist es ja auch immer noch eine lustige Unterhaltung. Und das finde ich immer ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung, weil für mich hat das so einen sehr, sehr großen Entertainment-Faktor. Ja? Ich spiele mit der Vorstellung, was wäre, wenn das wirklich Aliens wären? Ja? Oder was wäre, wenn hier wirklich Außerirdische irgendwie uns besuchen und Dinge tun, ja. Und das ist, finde ich, eine viel lustigere Vorstellung, als sich quasi einfach einen Spielfilm anzuschauen. Ja, weil beim Spielfilm gibt es nicht mehr diese paar Prozent, die sagen, das könnte tatsächlich echt sein, so, ja. Bei solchen Themen ist halt immer dieser kleine Aspekt, das könnte tatsächlich echt sein. Und das hat für mich einfach einen sehr großen Entertainment-Aspekt. Das heißt, man sollte sich hier bei diesen Themen halt auch nicht zu ernst nehmen, weil am Ende weiß man es nicht. Wir sind wahrscheinlich die letzten Menschen, die das wirklich beurteilen könnten. Ja. Aber es hat einen sehr, sehr, sehr großen Entertainment-Aspekt immer und eben diese Vorstellungskraft, die das anregt. Was wäre, wenn? Und was halt cool ist, finde ich auch insgesamt, ich glaube vieles und ich glaube dazu kann es auch ein bisschen anregen. Ich glaube, viele Menschen, die ich auch kenne, nehmen sehr gegeben, dass schon alles in der Welt erklärt wurde, ne? Und alles irgendwie erforscht wurde. Und ich habe das Gefühl, wir haben in so vielen Themen so wenig Ahnung, selbst wenn ich bei Medizin oder so teilweise mal reingucke, ne? Und keine Ahnung, ich hatte irgend so eine Sache mit der Haut und die Ärztin meinte, da gibt es noch keine Forschung dazu, ne? Und ich so... Wie? Was? Wir leben irgendwie im 21. Jahrhundert und da hat noch nie jemand geforscht, was es sein könnte. Und das zeigt mir dann immer diese Grenzen auf, dass wir am Ende echt noch nicht so viel Ahnung haben, wie wir immer denken. Ne? Und ich finde es cool, dass diese Journalisten so ein bisschen an solchen Sachen rütteln und sagen, ey, vielleicht eine wilde Hypothese, aber vielleicht haben wir Atlantis in der Sahara gefunden, ne? Und führen 34 Minuten irgendwie eine saubere Argumentation auf, warum das so sein könnte. Und wenn man sich das anguckt, denkt man sich so, ja, vielleicht ist es so. Und wenn es nicht so ist, ist es dann nicht so, ne? Ja, genau. Und ein Aspekt, den ich vielleicht jetzt hier, weil wir so weit schon in das Thema reingegangen sind, einfach noch mit anmerken muss, vor allem wenn es um diese ganze Alien- und UFO-Thematik geht, für mich gerade diese Alien- und UFO-Thematik hat immer so einen sehr, ich sag mal, so einen sehr spirituellen und göttlichen Aspekt. Weil ein großes Gedankenexperiment, was ich immer wieder mache, wenn ich über
größere Probleme oder größere wahrgenommene Probleme bei mir im Leben oder Unternehmen oder was auch immer, wenn ich da mir darüber Gedanken mache, mache ich immer so ein Gedankenexperiment, dass ich mir vorstelle, so eine super advanced, intelligente Alien-Art, Spezies, ja, kommt mit ihrem UFO quasi hier vorbei bei der Erde und schaut quasi von außen auf meine Probleme. Yeah. Und dann ist quasi das Gedankenexperiment immer so, was würde diese super fortschrittliche Alien-Spezies quasi darüber denken? Ja, mit all ihrem Wissen und Weisheit über das Universum. Wo kommst du dabei raus? Ja, also meistens führt es halt einfach dazu, dass man dass man sich selbst so ein bisschen relativiert, dass man halt merkt so, hey, also vor allem, wenn es Dinge sind, wo man vielleicht ein bisschen gestresst ist oder so, dass man dann halt einfach merkt so, hey, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Ja. und es zwingt dich einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, weil du bist immer sehr viel so in diesem Jetzt. Also man kennt das ja auch mit den ganzen Nachrichten und so weiter. Ja, also ich versuche eigentlich gar nicht so viele Nachrichten zu konsumieren, aber die Nachrichten sind ja immer so quasi so jetzt, dieser Moment, dieser eine Blickwinkel und so weiter, der wird gepusht. Und man verliert halt einfach voll so diesen Blick fürs Ganze über so längere Zeiten hinweg, über so Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Wie entwickeln sich irgendwie die Dynamiken auch zwischen den Ländern über Jahrzehnte hinweg, was ja eigentlich die viel, meiner Meinung nach, viel wichtigere Betrachtungsweise ist, weil es quasi nicht so emotionsgesteuert im Moment ist. Ja, und das ist ja bei einem im privaten Leben oder in seinen privaten Gedanken auch sehr häufig so, dass man sehr im Moment ist, sehr emotional gesteuert von eben den Dingen, die man gerade im Moment irgendwie denkt oder erlebt, ja, und so ein bisschen immer wieder diesen Blick zu bekommen, quasi von außen, von quasi so einer, in Anführungszeichen, allmächtigen Alien-Spezies. Ja, das gefällt mir. Also ich habe manchmal auch dieses, ich habe eher so Weltuntergangsszenarien oder so und denke mir so, keine Ahnung, morgen kann auch sonst was passieren, ne? Und denke mir so, es relativiert so alles, ne? Weil ich glaube, manchmal stresst man sich so wegen sonst welchen Sachen und denkt sich so, ey, eigentlich sollte man für jeden Tag unglaublich dankbar sein, den man auf dieser Welt hat, ne? Ich will mir keine Vorwürfe machen, dass ich irgendwas verpasst habe entlang des Weges, ne? Und ich glaube, auch unternehmerisch gerät man wahrscheinlich immer so ein bisschen da rein, dass man sich auch mit anderen vergleicht, ne? Und sich so denkt so, Mann, warum bin ich noch nicht da, wo der ist oder so. Und das holt mich dann immer wieder so auf die Erde, weil, ey, worüber rede ich? Keine Ahnung, sitz in Spanien in der Sonne. Meine Mutter ärgert sich jedes Mal, wenn sie sieht, dass ich wieder Sonnenbrand habe, ne? Und denkt mir so, ey, da gibt's gerade schlimmere Situationen als das irgendwie. Erstmal tief durchatmen, ne? Aber das ist die perfekte Überleitung, Anton, weil tatsächlich hast du so einen Umgang für dich entwickelt, wenn mal stressige Zeiten sind oder stressige Tage, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die du für dich gefunden hast, um damit irgendwie umzugehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das, was du tust, hört sich natürlich so, wenn du darüber erzählt hast, cool an, aber dürfte auch relativ tough sein. Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks, die du gefunden hast, die dir geholfen haben? Also, ich experimentiere viel mit verschiedenen Techniken rum. Ja? Mhm. Also eine Sache, die ich jetzt wirklich schon seit mehreren Jahren mache. Also overall kann man sagen, so verschiedene Arten von Meditation. Ich habe eigentlich gefühlt schon fast alles irgendwie mal ausprobiert. Und eine Sache, die ich sehr cool finde, das ist so ein bisschen Hypnotherapie, also so ein bisschen Hypnosetherapie. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie eine geführte Meditation. Mhm. Das ist quasi eine geführte Meditation, nur in einem gewissen Stil, sage ich mal. Und da gibt es eine App, die heißt Primed Mind von Elliot Rowe, wo einfach so ganz viele dieser Primer drin sind. Und die sind einfach super zwischendrin. Die gibt es für jede Situation, wenn man irgendwie seinen Tag startet, wenn man irgendwie stressige Meetings anstehen hat oder was auch immer. Da gibt es quasi so Primer eigentlich für jede Situation. Und das ist immer sehr gut, weil es so das Beste von Meditation und, ich sag mal so, Unterbewusstseinsarbeit verbindet. Ja, weil das ist halt so die große Stärke bei diesen Primern, dass du halt quasi wie eine Meditation, geführte Meditation hast, das aber wirklich verbündest mit aktive Optimierung von oder Eliminierung von irgendwelchen unterbewussten Blockaden. Ja, das heißt, das ist ein Aspekt und ansonsten, ich sag mal, man kämpft natürlich immer mit irgendwelchen stressigen Sachen. Ja, also man hat immer mal irgendwas, was einen stresst und dann
macht man mal nicht seine Primed Mind Meditation. Ja. Das heißt, komplett befreit bin ich dann natürlich nicht von. Aber ich sag mal so, das Wichtigste in meinem Alltag ist einfach, ich führe hier, auch wenn ich der Automatisierungs-Anton bin, führe ich seit irgendwie 5, 6 Jahren, habe ich jetzt erst am Wochenende gecheckt. Ich habe so einen ganzen Stapel voll mit Notizbüchern. Also jeden Tag mache ich Journal, plane meine ganzen Tage, plane meine Gedanken. Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis auch zu schreiben und dann schreibe ich hier mehrere Seiten drin. Auch wenn ich irgendwie irgendein Problem oder irgendein Thema habe, was mich stresst oder wo ich nicht weiterkomme, schreibe ich das quasi einfach runter und all meine Gedanken irgendwie mache ich dann irgendwelche Mindmaps und irgendwelche Charts und irgendwelche Sätze, die ich dann da aufschreibe. Schreib einfach alles runter, kann das dann nochmal so von außen mir anschauen. Also das ist eine Sache, die mir immer sehr gut hilft. Jetzt, wo ich drüber spreche, wird mir das klar. Das sozusagen runterzuschreiben, alle Gedanken, wegzuschreiben. Genau, nicht nur das Wegschreiben, sondern alles irgendwo hinpacken, sodass man quasi dann von außen auf alles draufschauen kann. Mhm. Ja, also man kennt das ja in den Filmen, gibt es immer diese leicht verrückten Detektive, die dann irgendwie ihre ganzen Wände voll machen mit irgendwelchen Verbindungen und so weiter. Und im Grunde ist das halt sehr hilfreich, wenn man wirklich sehr viele Dinge hat, die man halt, also sehr viele Gedanken, sehr viele Punkte, die einen irgendwie stressen oder die einem einfach im Kopf sind, alles einfach vor sich packen und dann kann man da von außen entspannter drüber nachdenken. Also das hilft mir immer. Das sind unglaublich wertvolle Tipps. Tatsächlich auch etwas, was ich auch mal wieder ein bisschen machen kann, so ja, die Sachen zu sortieren. Ich glaube, auch beim Schreiben kann man vieles erstmal sortieren und so realisieren. Ich glaube, Jordan Peterson hat das mal cool gesagt, warum auch Studenten so viel schreiben sollen, weil es am Ende bedeutet, zu lernen, zu denken. Ne? Und da, glaube ich, ist viel definitiv Wahrheit am Ende drin. Wenn man schreibt, dann lernt man auch seine Gedanken zu sortieren etc. Und das wäre auch meine Frage gewesen, Produktivitätssystem, wenn du sagst, dass du immer so einen kleinen Notizblock irgendwie hast, wie strukturierst du, planst du Woche auch sozusagen schon direkt? Das sind die 3 großen Sachen, die ich nächste Woche machen will oder die großen 5 und das sind so Kleinscheiß, den ich machen muss oder wie machst du das? Ja, also den einzelnen Tag bin ich aktuell dabei, wir haben vorhin drüber gesprochen, den Vormittag, jetzt wirklich jeden Vormittag komplett für Deep Work zu nutzen. Das heißt, keine Meetings, keine Slack, keine sonst irgendwas. Und dann halt am Nachmittag mich um verschiedene andere Dinge zu kümmern. Mit dem Team einchecken, Kundencalls, Teamcalls und so weiter. Ja, dafür habe ich dann verschiedene Tage, wo ich dann verschiedene Sachen mache. Aber das erstmal so für die Struktur von so einem Tag. Und ich plane mir die Woche grob vor. Das heißt, ich überlege mir, okay, was sind so die größten Dominosteine, die ich quasi so umwerfen will in der nächsten Woche. Ja. Und ich nutze eigentlich das Wochenende immer so ein bisschen als kreative Phase, wo ich einfach so gedankenfreien Lauf lasse. Also ich versuche mittlerweile mir kaum noch wirklich irgendwelche tatsächlichen To-Dos ans Wochenende zu planen, sondern wenn ich am Wochenende arbeite, ist es eher einfach gedankenfreien Lauf lassen und einfach über Dinge nachdenken, zu schreiben, irgendwie Maps zu erstellen und so weiter, um dann diese Clarity wieder zu entwickeln, dass ich dann am Sonntag weiß, okay, das sind dann wirklich die nächsten 2 Dominosteine, die ich in der nächsten Woche quasi angehen will. Oder manchmal auch schon am Freitag weiß ich das. Aber dass ich halt einfach so ein bisschen diese Klarheit immer wieder bekomme. Also das ist bei mir so ein Pendel zwischen in der Woche bin ich so tief in den Sachen dann drin, einfach nur quasi am Executen, vormittags eben Deep Work, meine Big Work Aufgaben und dann am Nachmittag dieser ganze andere Krams, der dann aktuell noch anfällt und dann am Wochenende quasi pendel in die komplett andere Richtung, wo ich dann einfach nur quasi meinen gedankenfreien Lauf lasse und alles versuche irgendwie zu sortieren, um eben die Clarity zu bekommen, was ich mit den Gedanken anfangen soll. Manchmal ist das, ich weiß, was meine Big Rocks für nächste Woche sind. Manchmal sind das aber auch einfach nur, manchmal denke ich auch einfach dann 2 Tage am Wochenende darüber nach, was irgendwie ein geiles YouTube-Video wäre. Also das hängt dann ganz davon ab, wo quasi gerade mein Kopf ist und wo mein Kopf gerade mit Gedanken und Ideen
sprüht. Aber das ist ein cooles System, weil ich habe das Gefühl, man selbst muss sich auch immer wieder daraus ausrichten, was sind wirklich so die Dominosteine oder die Big Rocks, die irgendwie wirklich einen Unterschied machen. Na, und wie du sagst, realistisch ist wahrscheinlich 2 bis 3 pro Woche und dann wird es wahrscheinlich schon irgendwie eng. Da muss man das operative Zeug machen. Das mit 13 Uhr bis 13 Uhr Deep Work habe ich auch irgendwann eingeführt und das hat irgendwie all meine Welt sozusagen verändert, weil ich plötzlich wieder an den Themen arbeiten konnte, an denen ich Freude hatte und hing nicht nur irgendwie in Slack-Nachrichten und in irgendwelchen Terminen. Aber ich glaube, das muss man auch erstmal realisieren. Na? Was würdest du sagen, wie sieht ein perfekter Arbeitstag für dich aus? Hättest du da überhaupt Kundenkommunikation oder würdest du an deiner One-Click-Agency basteln und wer ist der glücklichste Anton? Also so ein perfekter Arbeitstag, da habe ich tatsächlich keine Meetings, sondern könnte wirklich morgens irgendwie um 6 Uhr aufstehen, um 7:30 arbeiten und zwischen aufstehen und arbeiten gehe ich irgendwie mit meinem Hund Gassi und mache mir irgendwie meinen morgendlichen Shake und so weiter. Aber dann einfach nur an Dingen arbeiten, quasi so wirklich strategische High-Level-Dinge, Systeme optimieren, die ich dann quasi implementieren kann. Also quasi ich weiß zum Beispiel, okay, gerade dieser eine Bereich bei uns im Unternehmen, der ist irgendwie optimierungsbedürftig. Ja? Dann würde ich mir da irgendwie eine Woche nehmen und mir einfach ganz viele Gedanken machen, so okay, was sind die ganzen Gedanken, die ich zu diesem Bereich habe? Was kann man da optimieren? Was gibt es dazu irgendwie schon an Ressourcen im Internet? Was macht Sinn? Und sortiere erstmal alle Gedanken, arbeite mich da quasi durch meine ganzen Gedanken und formuliere da erstmal so ein bisschen Clarity. Und das kann ja schon irgendwie ein paar Tage dauern, bis du da wirklich diese Clarity hast, was an diesem Bereich wirklich getan werden muss. Also wenn man wirklich nur 1-2 Dinge optimieren will an diesem Bereich, was sollten diese 1-2 Dinge sein? So, da muss man sich ja erstmal drauf festlegen. Und dann eben diese Dinge zu optimieren, umzusetzen, zu implementieren. Und wo ich hin will, ist, dass ich wirklich mehr an Dingen arbeite, die keinen direkten Effekt haben. Also, dass ich an Dingen arbeite, die, sage ich mal, über Monate hinweg oder Wochen oder Monate hinweg ihren Effekt zeigen. Also, dass ich wirklich sehr stark von diesen Day-to-Day-Dopamin-Kicks im Business-Alltag befreit bin, sodass ich wirklich mir überlegen kann, okay, wenn ich jetzt hier in unserer HR, Hiring, Onboarding, was auch immer Strategie und Prozesse irgendwie Dinge optimiere, dann sorgt das dafür, dass ich wir in ein paar Monaten irgendwie hier einfach in anderen Bereichen wiederum bessere KPIs haben. Weil das kommt wirklich zu kurz, wie du sagst. Ne? Wir sind, glaube ich, sehr von kurzfristigen Aufgaben getrieben, ne? Operativen Geschäft irgendwie, wo man dann immer noch mal ein bisschen guckt, was passiert bis Ende der Woche. Aber wie du selbst sagst, ne? Das Coolste ist ja wirklich so, was hat in 3 bis 6 bis 12 Monaten wirklich den Hebel. Und das war tatsächlich auch etwas, was ich so bei YouTube für mich auch realisiert habe. Kurzfristig not a chance, aber die Gefahr war auch immer, da solche Sachen wie YouTube kurzfristig nie was bringen, dass du so ein Projekt niemals startest. Ich will natürlich kein Salz in die Wunde reiben, ne? Aber es wird halt nie eine Dringlichkeit geben, das jemals professionell zu machen, ne? Und das war so das Thema, dass ich gedacht habe, fuck, es, also in meinem Navigationssystem, was ich habe, würde ich niemals mit YouTube richtig starten, weil ich immer sagen würde, ja, es bringt ja kurzfristig nichts, ne? Und dann habe ich aber genau die Übung auch gemacht, wo will ich denn in 5 Jahren sein, ne? Und da war so, ey, ich will gern einen geilen YouTube-Channel haben, wo irgendwie alles, was unternehmerisch so passiert, irgendwie zusammenläuft, ne? Und wenn ich heute nicht anfange, da zu lernen, wie es funktioniert und einen geilen Job zu machen, werde ich in 5 Jahren niemals da sein, ne? Und das war wirklich so, wie du gesagt hast, ist immer gefährlich, ne, das Kurzfristige zu überbewerten gegenüber dem Langfristigen. Ne. Genau, und ich meine, es ist natürlich, wir können jetzt hier sitzen und sagen, ja, irgendwie, wir haben es irgendwie gecheckt, das Langfristige ist viel wichtiger. So einfach ist es natürlich nicht. Ja. Also das nur so für die Leute, die das quasi jetzt hören. Ja. Also es ist natürlich auch nicht so, dass man einfach sagen kann, so, tschö, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich mache jetzt nur noch langfristige Sachen, ja, weil wenn man da keine richtigen Systeme hat, ja, die quasi diese kurzfristigen Dinge, die man halt tun muss, ja, die halt eigentlich das Wichtigste an der ganzen Maschine sind, an der Unternehmensmaschine, um die muss sich natürlich gekümmert werden, ja. Also diese langfristigen Optimierung, das ist ja, wenn man
wenn man das jetzt mal irgendwie vergleicht mit irgendwie so einer Automaschine, ja, so der Maschine eines Autos, dann tagtäglich muss irgendjemand fahren, schalten und so weiter, dass es quasi läuft. Und diese langfristige Arbeit ist ja eher so das, was, keine Ahnung, bei Mercedes und Co. dann in diesen Innovation Labs gemacht wird, wird dann geschaut wird, okay, was für Technologien wollen wir für in 15 Jahren entwickeln? Ja? Ja. Das heißt, dass quasi möglicherweise erleben die das selbst gar nicht mehr, dass die Dinge, die die entwickeln, irgendwann auf den Straßen rollen. Ja? Aber irgendwer hat vor, keine Ahnung, 30 Jahren mal eine Sitzheizung erfunden. Ja? Und mittlerweile sind wir so weit, dass das eben in jedem Auto oder fast jedem Auto vorhanden ist. Aber es sind eben die Dinge, die wirklich, also die, ich glaube, das mit dem Auto, mit der Autoproduktion ist ein ganz gutes Beispiel, weil es zeigt quasi, es ist langfristig richtig wichtig. Aber wenn du das quasi wenn du das einfach aufhören würdest, dann könntest du sicherlich irgendwie 10 Jahre ohne eine Veränderung trotzdem noch dein Autobusiness führen. Ja, ja. Und dann fliegt dir die Kiste irgendwann um die Ohren. Genau, und dann fliegt dir die. Wettbewerber plötzlich Features haben, die. Genau, und dann versteht keiner mehr warum. Ja. Stimmt, ich glaube, das ist so dieses klassische R&D-Dilemma, wenn man das irgendwie das Budget kürzt, dass man dann das um die Ohren fliegt. Aber das ist eigentlich ein cooler Vergleich für den unternehmerischen Gedanken. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass, keine Ahnung, vor 2-3 Jahren haben wir noch bei Facebook irgendwie viel Werbeanzeigen geschaltet und ich war immer auf der Suche nach so der perfekten Kampagne. Woche für Woche bin ich so der perfekten Kampagne irgendwie hinterher gehechelt, ne? Und dann gab es Momente, wo es funktioniert hat, dann einen Monat, wo es komplett abgesoffen ist, ne? Und das war der Moment, wo ich irgendwann realisiert habe, ja, wann fange ich denn mit Sachen an, die vielleicht in 6 bis 12 Monaten Unterschied machen, ne? Wann fange ich denn mal irgendwie an, Dinge zu tun, die wirklich Zeit brauchen, aber dann halt langfristig? Und wie du sagst, das ist ein Drahtseilakt, ne? Dann gibt es wieder Wochen, wo man komplett in den kurzfristigen Sachen absäuft und dann hat man mal wieder einen guten Tag, wo Ruhe ist, wo man sich dann wieder, was weiß ich, mit einem YouTube-Video beschäftigen kann. Aber es ist, glaube ich, nur diese Awareness zu haben, dass man da überhaupt dran arbeiten sollte, die schon für viele, glaube ich, hilfreich ist, ne? Und einen Unterschied macht. Genau, und es ist eben auch ein Weg, dahin zu kommen. Durch eben, je mehr Systeme man für alle Bereiche baut, ja, und das ist ja, sage ich mal, gerade so meine Journey. Ich will in diesem Jahr für alles quasi Systeme gebaut haben, dass ich in nichts mehr gebraucht werde, sodass ich mich eben nur um langfristige Sachen kümmern kann. Cool, es ist doch eine coole Reise sozusagen oder ein cooles Ziel. Letzter Punkt, Anton. Na, wir müssen natürlich, ich sehe dein Bücherregal im Hintergrund, wir müssen noch kurz über Bücher sprechen. Na, was sind so Top 3 oder so, die vielleicht nicht jeder kennt, die du aber jemandem Freund oder so schenken würdest? Was kommt dir da in den Sinn an Büchern? Weil ich habe das gesehen, du hast da ein paar Schmuckstücke hast du ausgepackt vorhin, na, wo ich dachte, die hat nicht jeder im Bücherregal. Ja, gib mir mal ein paar Sekunden. Klar, ich muss darüber nachdenken. Du kannst drei ist wirklich sehr schwierig. Ich nehme auch eins, ne? Ich nehme auch eins. Ja. Für alle Leute, die im Podcast gerade zuhören, Anton dreht sich gerade um und guckt in sein Bücherregal. Ja, also ich bin grundsätzlich ich war früher ein Freund davon, sehr viele Sachen zu lesen. Also ich habe ich habe mir irgendwann mal Speedreading beigebracht und dann eine Zeit lang, ist schon eine Weile her, habe ich irgendwie mehrere Bücher die Woche gelesen. Also ist ein paar Jahre her. Aber deswegen, ich habe viel gelesen. Letztendlich muss man tatsächlich sagen, die meisten Bücher sind jetzt, denkt man vielleicht im ersten Moment, dass die super krass sind, aber long term bringen die jetzt. Ich glaube auch. Es sind die Bücher, also ich glaube, die größten Bücher, genau, es sind die besten Bücher, finde ich, sind gar nicht so sehr irgendwie ein spezifisches irgendwie Business-Hackbuch oder so weiter, sondern eher die Bücher, die deine Denkweise formen. Und das ist eher, sage ich mal, nicht wirklich zurückzuführen auf ein spezielles Buch, sondern eher auf die Art von Bücher, die man liest. Also jetzt zum Beispiel, ich habe mich gerade umgedreht, ein Buch, was hier steht, ist The Selfish Gene von Richard Dawkins. Ist ein sehr bekanntes wissenschaftliches Buch. Und jetzt das Buch an sich, die Inhalte rein fachlich gesehen, habe ich zum größten Teil schon wieder vergessen. Ja, aber einfach diese Denkweise, die man da mitbekommt von dem Autor, die shaped dich so ein bisschen. Und wenn du viele Bücher in dem Bereich liest, ja, du hast das vorhin angesprochen, mit Jordan Peterson,
Ja? Nicht nur das Schreiben, also Schreiben und Lesen ist ja fast schon wie so ein Yin und Yang. Das heißt, wenn du viel, also das, was du liest und was für Arten von Büchern du liest, shaped natürlich auch so ein bisschen, wie du denkst. Das heißt, für mich ist es nicht so sehr das eine Buch oder die Top 3 Bücher, deswegen habe ich mich jetzt auch sehr schwer getan, konkret welche auszuwählen, sondern für mich waren es immer eher so die, ich bin sehr fasziniert von sehr guten wissenschaftlichen, philosophischen und Denkweisenbüchern. Also auch so Bücher von zum Beispiel Ray Dalio oder jetzt neulich habe ich gelesen The Story of the Human Body, wo es sehr viel um Evolution und so weiter geht und wie sich das entwickelt hat. Aber das Interessante für mich ist dann halt auch einfach die Denkweise und einfach die Denkweise mitzubekommen, wie ich quasi über meinen Körper und über gewisse Funktionen und so weiter nachdenken kann, wie man auch diese rationalen Schlussfolgerungen, die ja Autoren häufig ziehen, einfach davon so ein bisschen zu lernen und davon so ein bisschen für sich immer mitzunehmen. Ja? Ja. Also im Grunde einfach die Art und Weise von Büchern, also die deine Denkweise shaped. Das ist ein schöner Ansatz, weil tatsächlich ist vielleicht auch die perfekte Antwort da drauf, weil ich glaube auch nicht, dass es das eine magische Buch irgendwie gibt, was alles verändert, aber ich glaube, das Lesen verändert. Ne? Und ich glaube, der Sachbücheranteil ist ja sehr übersichtlich in Deutschland, den die Leute lesen. Mhm. Insofern kann man, glaube ich, nur Leute motivieren, da mal reinzugucken, weil ich glaube, es wirklich das Denken prägt und über die Zeit wirklich auch deine Weltanschauung ein Stück weit prägt. Ne? Genau. Anton, es war mir eine absolute Ehre. Für alle Leute, die jetzt mehr zu dir und dem, was du tust, erfahren willst, wo geht man da am besten hin? Ne? Ja, also am besten einfach auf YouTube, Anton Wieprecht. Mhm. Da habe ich einige, ja, ich kann schon sagen, richtig geile YouTube-Videos, die auch, wenn für die Leute, die auch diese ganze Automation-Sache da mehr erfahren wollen, ja, also ich kann ganz ehrlich behaupten, speziell für den Agentur-Space gibt es eigentlich keinen krasseren Automatisierungsprozess-Content als auf meinem YouTube-Channel, ja, weil da ist meine Strategie, ich will einfach krassere Dinge auf YouTube for free raushauen, als irgendwelche Leute quasi bezahlt verkaufen, ja, das heißt, jeder, den das interessiert, einfach bei YouTube abchecken und alles Weitere findet man von da aus. Perfekt. Vielen, vielen Dank dir, mein Lieber. Es war ein großartiges Gespräch. Ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten mal anknüpfen, was sich in der Alien-Welt getan hat. Ja. Und danke dir für deine Zeit. Yes, danke dir und bis dann.